Hallo zusammen, ich bin Volker von Leitkompakt. Gut, dass ihr heute dabei seid. Diesmal wird es nämlich richtig exklusiv. Mit diesem SACD-Player und diesem Vollverstärker aus Denons Jubiläumsserie A110. Diese Serie ist streng limitiert. Warum? Das erfahrt ihr jetzt. Denon feiert Geburtstag und hat zum 110-jährigen Bestehen eine Limited Edition aufgelegt, die A110-Serie. Diese Geräte werden in eng begrenzter Stückzahl hergestellt und nicht nachproduziert. Die Fertigung erfolgt ausschließlich in Denons japanischem Stammwerk. In den erlauchten Kreis dieser A110-Serie kommen insgesamt nur 4 Modelle. Zu diesen Flaggschiffen zählen der SACD-Player DCD A110 und der Verstärker PMA A110. Dieses exklusive Denon-Duo schauen wir uns jetzt mal näher an. Die Kombination beeindruckt gleich durch ihre imposante Erscheinung. Die mächtigen Gehäuse sind in Aluminium ausgeführt und schimmern seidenmatt in Silbergraphit. Diese edle Farbgebung ist exklusiv für die Jubiläumsedition reserviert. Auch die Taster und die geschliffenen Schalter sind in Metall gehalten. Ihr Glanz betont ebenso die Hochwertigkeit wie die leicht geschwungene Front. Sie verleiht den voluminösen Geräten eine stimmige Geschmeidigkeit. Stimmig zur Optik ist auch das Gewicht. So wiegt der SACD-Player satte 16 Kilogramm. Diese Gewichtigkeit des DCD A110 ist kein Selbstzweck. Die hohe Masse sorgt im Verbund mit einer Vibrationsoptimierung für einen stabileren, ruhigeren Betrieb der Elektronik und des Laufwerks. Hier kommt ein originales Denon-Laufwerk zum Einsatz. Das ist eine Domäne der Japaner. Denon gehört ja zu den Pionieren der CD. Das Edellaufwerk setzt mit seiner massiven Metallausführung das Prinzip Ruhe durch Masse fort. Das reicht bis zum Schlitten aus Aluminium. Diese Lade bewegt sich mit exzellenter Ruhe und Gleichmäßigkeit. Auch die Signalbearbeitung ist vom Feinsten. Hier kommt die neueste Generation des 1993 eingeführten Alpha-Processings zum Zuge. Es heißt nun Ultra AL32. Das steht für ein bis zu 32-faches Oversampling, aber auch für eine Verdopplung der Samplingtiefe auf 32 Bit. Danach übernimmt ein Vierfach-DAC die Wandlung. So werden aus den Nullen und Einsen von der Scheibe schließlich wieder originalgetreue, analoge Musiksignale. Wie das genau funktioniert, erkläre ich im Test. Den Link, den findet ihr in der unten stehenden Beschreibung. Was kann der DCD A110 nun alles abspielen? Natürlich ganz normale Musik-CDs, aber darüber hinaus auch Daten-CDs und Daten-DVDs. Auf ihnen können Audiodateien bis zur Hi-Res-Qualität PCM 192 kHz 24 Bit gespeichert sein. Überdies beherrscht der Player auch die Wiedergabe von DSD-Files. Hier meistert er, neben der normalen SACD, sogar Datenträger bis DSD 128. Was gespielt wird, verrät der DCD A110 über sein informatives Display, bis hin zum Namen des Albums und dem Titel des gerade laufenden Tracks. Der Denon DCD A110 punktet auch mit seinen Ausgängen. Er stellt die Daten, die er von der Scheibe gelesen hat, gleich zweifach zur Verfügung. Ungewandelt über die digitalen SPDIF-Ausgänge, ins Analoge gewandelt über den unsymmetrischen Audioausgang. Der Denon PMA A110 ist der dazu passende Flaggschiff-Verstärker der Jubiläumsedition. Dieses imposante Kraftwerk wiegt üppige 25 Kilo. Einen Gutteil des Gewichts macht das opulente Netzteil aus. Und seine Großdimensionierung ist auch nötig. Es versorgt nämlich eine fordernde Class-AB-Verstärkerschaltung. Sie ist auf hohe Stromlieferfähigkeit hin ausgelegt. Dadurch hat der Verstärker reichlich Reserven. Und er kann auch anspruchsvolle Schallwandler mühelos antreiben. Diese leistungsstarke Schaltung sorgt für reichlich Power.
Sie liefert fette 160 Watt pro Kanal. Eine variable Verstärkung in der Vorstufe minimiert dabei das Rauschen. Bei einem Amp mit einer festgelegten Verstärkung würde das Rauschen unweigerlich und unverhältnismäßig mitverstärkt. Die Kraft dieses Verstärkers signalisiert auch das mächtige Lautstärkerad auf der Front. Hier setzt Denon erstmals eine elektronische Hochpräzisionsregelung ein. Die Position des Rades wird in ein digitales Signal umgewandelt. So erreicht man eine noch präzisere Steuerung. Auch die Einstellung der Balance, der Höhen und der Bässe geschieht über eine solche elektronische Regelung. Diese drei Regler kann man mit dem Source Direct Modus umgehen, um einen möglichst reinen, unbeeinflussten Klang zu erzielen. Dem gleichen Reinheitsgebot dient der Analogmodus. Mit ihm werden alle Digitalschaltkreise abgeschaltet und auf Wunsch sogar das Display. Durch die kleine Anzeige informiert uns der PMA A110 über seine Anschlussvielfalt. Hier punktet der Verstärker mit einem vielfältigen Portfolio. Analog ist da zuallererst der Phono-Eingang. Er eignet sich sowohl für Plattenspieler mit Moving Magnet System als auch für Analoglaufwerke mit Moving Coil Abtaster. Darüber hinaus bietet der Verstärker drei analoge Line-Eingänge. Digitalseitig ist der Amp genauso gut ausgestattet. Er besitzt drei optische und einen elektrischen digitalen Input sowie einen USB-Port. Hier können Files bis PCM 384 kHz 32-Bit zugespielt werden und sogar DSD-Files bis DSD 256. Damit ist der PMA A110 absolut zukunftsfest. Dafür kommt die gleiche Premium-Technik zum Einsatz wie beim SACD-Player. Also ebenfalls die neue Ultra AL32 Signalverarbeitung und die Wandlung durch einen Vierfachkonverter. Was der PMA A110 gewandelt und verstärkt hat, gibt er dann gleich doppelt aus. Für den persönlichen Musikgenuss bietet der Verstärker einen Kopfhörerausgang auf der Front. Für die kraftvolle Raumbeschallung mit Lautsprechern präsentiert der Verstärker auf der Rückseite dann vier ultrasolide Anschlussklemmen. Sie nehmen selbst Kabel mit großem Querschnitt auf. Als Team sorgen der SACD-Spieler DCD A110 und der Vollverstärker PMA A110 von Denon für einen überaus klaren und kraftvollen Klang. Das haben sie bereits im Praxistest bewiesen. Den Link zu diesem ausführlichen Test, den findet ihr wie immer in der unten stehenden Beschreibung. Das war es auch schon wieder von mir und von Lightcompact. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen und über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.